Moin Leute, was geht ab? Da ist er wieder, Kavo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, das ist die MT-07 von Chris. Wir haben hier das Baujahr 2019. Ich bin direkt aufgestiegen und losgefahren. Mega Maschine, wir haben eine ganz normale Schaltung, also keine Umkehrschaltung. Wir haben 74 PS, 68 Newtonmeter. Geil! Hört ihr das, wie die klingt? Oh, Bulle wie Sau, Digga, Bulle wie Sau. Er hat jetzt hier auch noch einen Exilauspuff verbaut. Der macht das Ganze richtig schmackofatz. Guck mal, ob ich es hinkriege. Das klingt wie eine Schopper, alles. Geisteskrank, richtig geil. Wir haben hier einen LCD-Display verbaut. Ich guck mal, ob ich das ein bisschen weiter runter kriege. Wir haben hier einen LCD-Display verbaut. Reicht aber vollkommen aus. Wir können uns hier den Füllstand der Tankanzeige, Justin, Digga, und Kevin. Wir können uns hier den Füllstand anzeigen lassen, wir können uns den Trip anzeigen lassen, die Motortemperatur, die Geschwindigkeit, das zeigt uns Echo an. Das heißt, dort zeigt uns die Maschine einfach nur an, wann wir möglichst sparsam fahren. Ja, also wenn ihr jetzt, sag ich mal, im niedrigen Drehzahlbereich seid, hier haben wir das, also die Drehzahl sozusagen auch digital. Und das reicht vollkommen aus. Das ist bei dem neuen Modell auch nicht anders. Da ist es ein bisschen abgeändert, aber reicht. Mehr braucht man nicht. Der Lenker ist für meinen Geschmack sehr breit, weil mein ZH2-Lenker natürlich sehr schmal ist. Und das mag für andere schon wieder anders wirken, aber das ist okay. Wir haben hier 75 PS offen. Das heißt, dieses Motorrad ist auch drosselfähig auf 48 PS. Ist drosselfähig auf 48 PS. Geil, Mann. Der Sound. Mega. Wir haben hier eine Zweizylindermaschine. Eine Zweizylindermaschine, Sechsganggetriebe und eine gebrauchte Maschine kriegt das schon für 4000 Platten, allerdings mit 50.000 Kilometern. Geil, ist richtig, boah, geil, Mann. Auch oben rum durch den Auspuff, mega. Also das ist das 2019er Modell, es gibt auch noch das 2017er Modell. Das 2019er Modell hat auch schon ABS verbaut. Ich glaube, ab 2014 wurde diese Maschine produziert. Und alle Maschinen ab 2017 haben ABS, also schaut dort ganz genau nach. Wir haben ein Fahrzeuggewicht von, ich glaube, 180 Kilo, 182 Kilo, Höchstgeschwindigkeit 207 km/h. Die maximale Leistung liegt an bei 8000 Umdrehungen oder 8500. Nur mal so nebenbei wissen oder nice to know. MT steht für, ich sag's jetzt mal auf Deutsch, weil wahrscheinlich nicht alle Englisch können, Meister des Drehmoments. Wir haben hier jede Menge Kniefreiheit, also ich sitze sehr weit hinten. Wir haben hier einen ganz geilen Knieschluss, also guckt euch das an, meine Beine sind relativ nah beieinander, ja, also bilden eine Linie mit dem Motorrad, mit der Basis sozusagen, also nicht wie bei der Z, wo die Beine auseinander stehen. Das macht ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Hier geht es. Er hat hier noch die Standardspiegel verbaut, man kann aber auch Highsiders dran machen oder anderen Schnickschnack. Des Weiteren muss ich dazu sagen, es gibt auch jede Menge Ersatzteile. Also der Ersatzteilmarkt ist sehr groß bei der Maschine. Wir können für günstig Geld jede Menge Zeugs bekommen. Wir können Dekore bekommen. Unglaublich, ja, unglaublich. Wir haben hinten den 180er Reifen drauf. Das macht das Ganze sehr agil. Ich muss sagen, unten aus dem Drehzahlkeller würde ich jetzt meinen, kommt ordentlich Leistung. Das gefällt mir sehr gut. An sich
ist das Motorrad sehr wendig. Das werden wir uns aber gleich nochmal beim Chris anschauen, wie das Ganze abläuft. Wir können hier die Entfernung von den Hebeln nicht einstellen. Das ist aber nicht schlimm, das ist okay. Ist auch sehr leicht zu bedienen. Wir haben hier auch Ride-by-Wire, sprich wieder was Neues. Also Ride-by-Wire bedeutet, wie beim Fahrrad, mit einem Kabelzug. Ja. Und bei der ZH2 zum Beispiel ist es elektronisch genauso die Gasannahme. Das heißt, dort passiert das hydraulisch, ich sage jetzt mal, über einen Stellmotor. Und dann greift die Zange halt zu. Dort ist es halt auch schwierig mit, manche können das, viele können es nicht. Also das Gas zu dosieren ist sehr schwierig, weil das auch eine Sekunde zeitverzögert kommt. Und das ist dann halt nicht so der Hit. So. Jetzt drehe ich nochmal um. Es gibt allerdings jetzt schon das neueste Modell. Das hat eine neue Maske. Finde ich jetzt optisch nicht so ansprechend. Das sehen aber viele so. Ja, muss man mögen, würde ich sagen. Aber das ist bei jeder Maschine so. So, jetzt gucken wir nochmal von außen. Die bollert, ne? Das ist der Wahnsinn. Also, die Maschine ist sehr, sehr klein. Hat keine Extras, wir können das Federbein vorne nicht verstellen. Also wir haben hier keine Möglichkeit, das über die Druck- oder Zugstufe zu verstellen. Ich habe gehört, dass das Fahrwerk auch sehr schwammig ist. Also nicht schwammig, aber gewöhnungsbedürftig. Wenn man sich daran gewöhnt hat, geht's. Hinten kann man es verstellen, ist aber allerdings in Kurvenlage nicht jedermanns Geschmack. Muss man mögen. Ich finde die Farbe jetzt so geil, also schwarz-rot. Die gibt es auch noch in anderen Farben. Ja, zwei Zylinder hatten wir schon gesagt. Durch den Hubzapfenversatz klingt sie wie eine V2, also ist sehr Drehmoment oder drehstark im unteren Drehzahlbereich. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Na, also ist halt ein gutes Einsteigermotorrad für den Preis, schafft aber auch die Spreite zwischen erfahrenem Fahrer und Anfänger. Das heißt also, auch ein erfahrener Fahrer hat mit der Maschine Spaß. Ja, also ich kann direkt aus der Kurve raus und dadurch, dass wir viel Drehmoment im unteren Drehzahlbereich haben, direkt in einem Wheelie zum Beispiel und raus beschleunigen. Am Ende, sage ich mal, bei höherer Geschwindigkeit hört es dann auf. Aber was will ein Motorradfahrer? Er will Kurven fahren und möchte Spaß dabei haben. Ich kann die Maschine in die Kurve kicken, in Anführungsstrichen jetzt natürlich. Und ja. Damit kann man schon Spaß haben. Ich denke, man kann mit als 48 PS Variante kann man mit der Maschine einsteigen. Das ist ein Schnapper für 4000 Euro. Und ja, auch vorne die Maske. Das ist jetzt keine LED-Technik, eine klassische Birne. Ja, aber das tut dem Ganzen überhaupt nichts ab. Ich finde, das ist mein persönlicher Favorit. Gegenüber allen anderen Motorrädern. Ja, ich liebe den Sound. Ja, ich liebe die Art und Weise, wie das Motorrad aussieht, wie sie fährt, sehr angenehm. Ja, und sie ist natürlich auch Verkaufsschlager. Ja, zwar nicht so stark wie die Z900. Ja, also das ist Taubi. Grüß dich. ja, mega. Wir können ja auch jemanden mitnehmen. Was soll ich noch dazu sagen? Ich würde sagen, wir lassen mal den Profi fahren. Und natürlich auf abgesperrter Strecke. Und ab geht's. Warte, ich wollte euch noch mal den Sound zeigen. Das ist nicht normal. Mach mal. Alter Schwede. Geisteskrank. Also gönnt euch den Exil-Auspuff. Das ist schon eine Hausnummer. Und jetzt würde ich sagen, fährt der Profi reingehauen.
Ja, zur MT07 Megabike Z900 RS übrigens. Megabike, also absolutes Einsteigermotorrad, auch für Fahrer, die schon erfahrener sind. Eine Investition, sage ich mal, gebraucht schon für viele Scheine, wie gesagt, das neue Modell muss man mögen. Auch von der Sitzhöhe und so weiter und so fort. Sie ist leicht, sie ist wendig, sie hat genügend Drehmoment, genügend Leistung, auf jeden Fall für das, für den Zweck Kurvenfahrten. Ja, ich würde sie mir holen, also auch eine gute Option zu Z900, natürlich nicht so viele Spielereien, also wir haben kein verstellbares Fahrwerk. Und ja, das sollte es erstmal gewesen sein für heute. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da, reingehauen, Atsche.